Am 20. August 2021 wurde in Göttingen eine Stele zum Gedenken an hingerichtete Strafgefangene der Justizvollzugsanstalt Wolfenbüttel errichtet. Von 1939 bis 1944 wurden 217 Leichname von Strafgefangenen im Anatomischen Institut der Uni Göttingen zu Forschungszwecken genutzt. Die Hinterbliebenen wurden dabei nicht um Erlaubnis gebeten. Am früheren Standort der Anatomie befindet sich heute der Busbahnhof Göttingen. Die Stele ist Teil des Projektes Outside Wolfenbüttel, welches auf rund 70 Orte außerhalb Wolfenbüttels verweist, die mit der Strafanstalt im Nationalsozialismus verbunden sind. Die Stele befindet sich gegenüber des ehemaligen Standorts der Anatomie am Beginn der Goetheallee in der Nähe des Hauptbahnhofs und des Göttinger Stadtwalls.